Hallo Leute, hier ist 2Vader von Clan Tos. Heute habe ich ein kleines Tutorial für diejenigen, die nicht so gerne auf dem PC zeichnen oder nicht zeichnen können, weil sie kein Grafiktablett haben und deshalb ihre Bilder einscannen müssen. Und dazu habe ich auch eine kleine Zeichnung vorbereitet, die wir jetzt auch einscannen werden. Ja, ich selbst habe ein Canon MP540 und das hier ist die mitgelieferte Software, die ich auch dafür benutzen werde. Da wir eine Bleistiftzeichnung einscannen wollen, nehmen wir Schwarz-Weiß-Dokument. Und wichtig ist hier, dass wir 300 dpi wählen für eine gute Auflösung. Wo man das bei anderen Softwares einstellen kann, weiß ich nicht, aber das dürfte nicht so unterschiedlich sein. Weitere Einstellungen sind eigentlich nicht nötig, weil wir das alles später mit Photoshop auch verbessern können. Okay, drücken wir dann mal auf Scan. Und weil der Vorgang etwas länger dauern würde, habe ich das mal übersprungen. So, das ist also unser Bild. Wir klicken auf Beenden, weil wir nicht mehr scannen wollen und drehen das Bild noch. Und wie ihr sehen könnt, ist das Lightning aus Final Fantasy 13. Wir checken eben noch kurz die Quality. Sieht eigentlich ganz ordentlich aus. Etwas hell, aber das kann man ganz leicht mit Photoshop nachbessern. Ja, und dann speichern wir das Ganze einfach mal ab. Falls ihr einen Canon-Scanner haben solltet, dann müsste dieser Ordner hier unter eigene Bilder zu finden sein. Und das Bild werden wir dann jetzt mit Photoshop öffnen. So, nun haben wir also unser Bild in Photoshop geöffnet. Und nun wollen wir unsere Outlines von dem weißen Hintergrund trennen. Und das machen wir dann wie folgt. Also wir markieren erstmal das ganze Bild mit STRG-A, dann kopieren wir das Ganze mit STRG-C, gehen dann auf Channels hier, erstellen uns mit diesem Symbol einen neuen Channel, dann fügen wir das Bild ein mit STRG-V, dann invertieren wir das Bild unter Adjustments und dann auf Invert. Dann müssen wir noch den Kontrast und so weiter erhöhen. Dazu gehen wir auf Levels und machen erstmal die weißen Linien heller. Und ja, manche graue Stellen etwas komplett schwarz. Das hier etwas nach rechts. So. Also was wir damit bewirken ist, dass die schwarzen Linien, also was jetzt die weißen Linien sind, heller werden, also somit dunkler. Und ja, und damit kann man auch grobe Radierspuren oder sowas auch beseitigen. Dann klicken wir einfach mal auf OK. So, jetzt wollen wir jetzt nur die weißen Stellen markieren. Dazu gehen wir auf unseren Channel. Halten STRG gedrückt und wie wir sehen, erscheint verändert sich das Symbol und wenn wir dann einfach mit links auf unserem Channel klicken, haben wir dann nur die weißen Stellen markiert, auch wenn das nicht so aussieht. Wir gehen dann zurück zu unseren Layers, erstellen uns einen neuen Layer und füllen unsere Auswahl dann mit schwarz. Und wie wir sehen, haben wir dann nur noch die Outlines ohne Hintergrund. Also können wir den alten jetzt Hintergrund löschen. Erstellen uns einfach einen neuen Hintergrund. Ja, füllen den Hintergrund dann mit weiß. Benennen dann noch unsere Outlines entsprechend. Und wenn wir jetzt unser Bild kolorieren wollen, dann erstellen wir uns eine neue Ebene und die sollte dann immer unter den Outlines sein, aber über dem Hintergrund. Ja, der Vorteil dieser Methode ist, dass man die obere Linie, obere Ebene nicht auf Multiply einstellen muss und ja, das kann in manchen Fällen vorteilhaft sein.
Ach ja, und bevor ich vergesse, da wir das Bild in Schwarz-Weiß eingescannt haben, müssen wir noch zu Image gehen, dann auf Mode und dann das Häkchen bei Grayscale wegmachen und einfach mal CMYK Color nehmen. Wir wählen dann Don't Merge und dann okay. Ja. Das war's dann auch schon von mir. Ich hoffe, ihr konntet was lernen und wir sehen uns dann beim nächsten Tutorial. Tschüss, bis zum nächsten Mal.